dass Paul Ziemiak als JU-Vorsitzender in so kurzer Zeit so viele motivierte Leute mitgebracht hat. Die Jungen können noch richtig ranklotzen von morgens bis abends und das werden sie auch tun. Alle sind super motiviert und die wollen, dass Volker Bouffier Ministerpräsident bleibt und dass die CDU diese Landtagswahl gewinnt. Das ist eine Partei, die erstens zusammensteht, zweitens die kämpfen kann und die CDU kann allemal kämpfen. Und wenn so viele junge Leute mitmachen, ist das natürlich klasse. Wir wollen ja möglichst viele Menschen erreichen, damit Volker Bouffier Ministerpräsident bleiben kann. Und jeder hat die Chance, zwei Stimmen abzugeben. Und eine sollte für den örtlichen Kandidaten sein und der andere dafür, dass Volker Bouffier Ministerpräsident bleibt, dass Hessen stabil weiter regiert bleibt. Wir haben immer deutlich gemacht, auf uns ist Verlass. Wir stehen, wir wackeln auch nicht. Wir kommen jetzt nicht hinten rum und sagen, ach, wäre doch besser, wir würden uns absetzen, wir setzen uns nicht ab. Wir sind Hessen. Wir werben für ein Produkt, das gut ist. Wir haben sehr gute Arbeit geleistet. Wir haben einen einzigartigen Stil an den Tag gelegt. Journalistisch nicht interessant, aber ohne Krawall. Vergesst mal, was alles geschrieben wird. Das ist alles völlig unerheblich. Die einzige Umfrage ist die Wahl. Und dann kann es sein, wenn wir nicht aufpassen, dass wir plötzlich eine linke Mehrheit haben. Das wäre Gift für unser Land. Und deshalb politische Stabilität und Erfolg, das gibt es nur mit der CDU. Und zwar mit der ersten und mit der zweiten Stimme.